Hat eigentlich außer mir noch jemand seinen Humpen mitgenommen? Also ich habe es mir gedacht, aber ich habe es nicht laut ausgesprochen, deswegen wird es wahrscheinlich nicht so sein. Aber was ich mir gut vorstellen hätte können, ist, dass ich einfach so ein ganzes Fass Bier am Rücken mitgenommen habe, um einfach Proviant für die Reise zu haben. Aber ja. Also wenn eins übrig geblieben ist, dann musste ich den zweiten Bierkrug gerade abstellen. Dann habe ich ab mir zwei mitgenommen. Das gute Bier wird ja schal. Gut, ja, es gelingt euch jetzt irgendwie, ihr seid ja fast da gewesen, wisst das ein bisschen besser, worauf ihr achten müsst bei den Steinen, wisst auch um die Gefährlichkeit der glitschigen Steine hier, wenn halt wieder dieses Sprühwasser euch entgegenschlägt. Geht ihr näher an diese Kaskade heran und an dieses große Wasserbecken, wo das Wasser hineinstürzt. Und tatsächlich kann man erkennen, und dass, so, wenn man so kleine Lücken sind, dort, wo das Wasser herunterkommt, dass sich da irgendwas in dem Stein befindet. Und wenn man noch ein paar Schritte näher rangeht, kann man erkennen, dass tatsächlich ein wohl gut 4 Schritt großer Troll zum Großteil mit dem Stein verschmolzen und selbst versteinert dort in dem Stein, in dem Felsen gefangen ist. Es haben sich schon Moose und Flechten auf ihm gebildet, aber man kann sehr gut erkennen, dass er keinen besonders friedfertigen Gesichtsausdruck hat. Zorn und auch vielleicht auch ein bisschen Schmerz meint er in seinem Blick zu erkennen. Stellt euch das ein bisschen vor wie Han Solo in Karbonit gefroren, halt nur halt mit mehr Zorn und weniger Harrison Ford. Das ist das Bild des Tages. Unglaublich. Ist das der Troll, von dem gesprochen wurde? Der bewegt sich irgendwie nicht. Er soll versteinert sein, damit er sich schon nicht bewegen können. Ich habe mit Ansa so ein Sonnensymbol auf ihrer Robe und das macht sie jetzt so quasi wie so ein Kreuz und so. Unglaublich. Dann hat dieser Mann in der Taverne nicht gelogen. Hier ist tatsächlich etwas Komisches passiert, ob es wirklich ein Elf war. Aber er ist definitiv, ja, ich habe davon gehört, dass so Trolle aussehen. Wenn diese Geschichte stimmen sollte und dies wirklich ein Troll gewesen ist, dann könnte es auch sein, dass ein Elf sich so weit in den Süden verirrt hat. Und das macht mir Angst. Es gibt nicht viel, wovor ich Angst habe. Woher rührt eure Angst vor den Elfen? Sie scheinen mächtige Zauberer zu sein. Sie Macht sind das euch Angst? mystische Wesen. Es gibt viele Ungeheuer. Ich war selber nie im Davokar, aber man erzählt sich viel in Yndoros, in der Distelfeste. Ihr werdet diese Geschichten auch hören, aber das, was dort lauert in den Wäldern, Trolle, 4 Meter groß, irgendwelche anderen Wesenheiten, die auf 2, 4, 6 oder 8 Beine herumkrabbeln, schleichen, das ist nicht das, wovor alle Angst haben. Alle haben Angst vor den Elfen. Ich Er denke, dass spricht von Zauberei und Zauberei ist ketzerisch. Vielleicht hat der Troll jemanden angegriffen und der Elf hat mit seiner Magie dafür gesorgt, dass der Troll niemandem mehr schaden kann. Es gibt immer zwei Seiten einer solchen Geschichte. wenn es vor mir steht, dann kann es bluten. Und wenn es bluten kann, dann kann ich es töten. Und Ich das habe keine blutet nicht Angst. mehr. Auch nicht vor den Elfen. So richtig blutend sieht das nicht aus. Ich stoß mal mit dem Bierkrug dagegen. Ist massiver Fels. Seit wann steht er hier? Ja, seit der Gründung des Dorfes oder der Taverne hat der Mann vorhin gesagt. Ist auch mitgekommen, oder, der Mann? Nö. Nicht, okay. Müssen wir nochmal nachfragen. Sind Naja, da also. irgendwelche Moose hochgewachsen? Kann man das erkennen? Ja, habe ich ja vorhin beschrieben, dass da durchaus auch schon Moose und Flechten an ihm dran wachsen. Und was ihr nebenbei auch schon mitbekommen habt, ist also, dass die seit ein paar wenigen Jahren hier in diesem Tal sind. Gibt es irgendeine Möglichkeit, ich glaube, also ich habe keine konkrete Fähigkeit dafür, aber irgendwie Magie oder sowas zu spüren oder zu analysieren oder zu gucken, ob hier ein Zauber gewirkt Da, wurde? man, da hast du nicht die Fähigkeiten für. Okay.
dann würde ich, glaube ich, auch eher irgendwie so... Ich weiß nicht, wie nah kommt man denn ran? Ist halt schwierig, weil, also der, wie gesagt, der ist halt so hinter dem Fels, also hinter dem Wasserfall sozusagen. Hm. Also um richtig nah rangehen zu können, also ja, also der Berimo hatte ja eben schon so, naja, das war so, vielleicht so eine Fußspitze, wo er seinen Kuchen dagegen stoßen können. Hm. Aber um richtig nah rangehen zu müsstest du eigentlich quasi hinter den Wasserfall und das wird schwierig. Aber so, dass ich den Stein berühren könnte, also die Fußspitze. Das kannst du irgendwie, das kriegst du wie hin ein bisschen ausstrecken. Hm. Die klebt halt jetzt nach dir. Ich könnte ihn ja irgendwie so drüber heben, oder? Wenn er das will. Ich würde ihn mir schon gerne näher anschauen, andererseits. Dieses rauschende Wasser und ich traue auch dem Oger nicht so ganz. Macht mir irgendwie so ein bisschen Angst. Ja, du hast auch diesen Stein, der dich wieder aufwärmt. Aber wenn er ins Wasser, ich weiß nicht, was passiert, wenn er in so einen reißenden Fluss fällt. Ja, dann lass ihn hier. Der Oger schmeißt dich rüber. Ja, also es fängt auch an, zu dämmern. Also, Also gut, wir haben, glaube ich, alles gesehen. Gehen wir wieder zurück. Unterhalten uns mit den Dorfbewohnern. Wir sollten so etwas nur im Lichte von Prios studieren und nicht hier in der Nacht. Ich bin auch dafür, dass wir wieder einkehren. Vielleicht können wir dann noch ein paar Informationen erhalten, wohin denn dann dieser mysteriöse Elfe verschwunden ist, nachdem er sich hier um diesen Troll gekümmert haben soll. Vielleicht hat er ja Spuren hinterlassen. Vielleicht musste er für seine Zauberei irgendeine Form von Reagenz benutzen. Ich kenne mich mit Alchemie aus. Vielleicht müssen Elfen für ihre Magie alchemistische Zutaten nutzen oder sie verheeren das Land in irgendeiner Form. Es gibt hinterlassen Spuren in der Natur. Ich kenne mich nicht mit Elfen nicht aus. Er sagt vielleicht auch, dass er aus dem Wald kommt. Ist er wieder zurück in den Wald verschwunden und der Wald liegt genau neben der Schmiede. Ein paar Meter davon entfernt. Hinter dem Fuhrwerkshaus. Also die Schmiede und der Gasthof stehen direkt nebeneinander, also hintereinander sozusagen. Das ist dann der Pfad und dann gegenüber davon ist dann der Wald. Genau. Der hoch in die Titanen wächst. Na, dieses Detail ist mir entgangen. Das heißt, der Elf soll in den Wald zurückgekehrt sein. Von da kam er zumindest. Wo er hingegangen ist, davon spricht bisher keiner. Aber das ist zumindest eine logische Schlussfolgerung. Gehen wir zurück und fragen ihn. Oder sie. Ja, aber denken wir doch einmal logisch über die ganze Sache nach. Wenn wir jetzt zurückgehen, morgen früh ein Kind segnen oder segnen lassen und dann weiterreisen, ist das die letzte Chance, uns das da hochzuklettern und uns näher anzuschauen. Nur wenn in der Nacht nichts passiert. Was soll in der Nacht hier schon passieren? Der Troll ist ja jetzt in Stein und der Elf verschwunden. Seit wer weiß wie lang. Ihr habt recht, natürlich wird nichts passieren. Und ich dachte, ihr würdet die Gelegenheit nutzen, schnellstmöglich wieder Bier zu trinken, werter Beremo. Ich habe noch einen halben Humpen und der ist leer. Ich wollte gerade sagen, dann trinkt ihr zu langsam. Gut, wie gesagt, gehen wir zurück. Hier, Brios Licht verschwindet immer weiter und weiter und der Wasserfall wird dunkler. Gehen wir zurück. Ich möchte auch nicht nochmal hier in das Wasser fallen, also solange man hier den Weg nicht gut sehen kann. Lasst uns zurückkehren. Ich hätte ja noch gerne diesen Ort ein wenig weiter untersucht, aber... Ich habe euch im Chat, jetzt kann ich jetzt die Karte reinpacken, da steht halt leider auch drauf, dieser Name von dem Troll. Das ist ja eher für den Spieler der gedacht, die Karte, aber ich denke, so habt ihr ein bisschen Überblick davon, wie es da so ungefähr aussieht. Das habe ich nicht ganz mitbekommen. Der Orlan weiß, dass ein Elf einen Troll zum Stein verwandeln kann, oder ist das eine Annahme? Das sind die Geschichten, die ich gehört habe. Wie gesagt, ich habe nie einen Elfen gesehen. Ich war nie am Davokar, aber jeder weiß, dass das der Fall ist. Aber ich weiß nicht, meine Ziehmutter hat mir erzählt, und das mag auch nur eine Geschichte sein, ist es nicht so, dass Trolle das Sonnenlicht nicht vertragen und ihre Haut zu Stein werden lassen, wenn sie ihr ausgesetzt sind?
Also ich habe eine Fähigkeit, die heißt Bestienwissen. Würde die für Trolle gelten? Dann könnte ich nämlich vielleicht ein paar, könnte ich mal so ein paar Fakten in den Raum werfen. Ich guck mal ganz kurz, ob Trolle als Bestien gelten. Mhm. Ah. Der gute alte Sturzbach. Nein, Trolle sind keine Bestien. Trolle wären kulturelle Wesen. Bestien sind Wölfe, Reptilien und spinnenähnliche Monster. Zum Beispiel. Damit haben wir es nicht zu tun gerade. Also es gibt ja auch verschiedene Formen von Trollen, also so viel weißt du halt, und Erztrolle sind schon die größten von denen, die gefährlichsten und die gemeinsten. Aber gibt es nicht irgendeine Art, ich meine, ich bin nicht sehr, sehr kulturinteressiert oder begabt, aber gibt es nicht so allgemein langläufige Geschichten, die man sich über Trolle erzählt? Na, du hast ja gerade selber eine von den Besten gegeben, Orla hat eine von den Besten gegeben. Okay, also es ist eh... Das ist, passt, ja. Es ist halt, ne, also zu allen Lebewesen, also auch über Ogre erzählt man sich die verschiedensten Dinge. Und auch widersprüchliche Sachen, logischerweise, ja. Genau. Das gilt halt auch für Elfen, also. Gut, ihr kehrt zurück in den Gasthof, denke ich mal. So habe ich euch von so entnommen. Schweren Herzens. Ja. Ich gucke, ob ich wenigstens den leeren Humpen über den Bach werfen kann. Kannst ja mal eine Gewandtheitsprobe machen. Modifiziert? Nö. Ich hab's mit 12 Punkten Differenz geschafft. Ja, dann hast du jetzt den Humpen. Da war noch ein kleiner Rest Bier noch drin, schwappte so ein bisschen raus. Der Humpen taumelte so in der Luft und landet dann krachend auf der anderen Seite und zerschellt an einem großen Stück Stein dort am Ufer. Warum hast du das getan? Das war nicht dein Humpen. Ja, aber der Besitzer hat sich auch nicht beschwert. Er wird der Flinke genannt, nicht der Kluge. Es gibt schon so viel Zerstörung in dieser Welt. Es ist nicht notwendig, noch mehr Zerstörung beizuführen. Verstehst du? Ich klopfe dir etwas fester, als dir angenehm ist, auf die Schulter. Und das Schultern gehören da definitiv dazu. Achte auf die Dinge der anderen. Dann achten sie auch auf deine. Ich werde mir euer Wort zu Herzen nehmen und den Wirt für seinen Humpen entschädigen. Vielleicht. So. Die letzten Sonnenstrahlen verschwinden hinter dem Pass. Und als ihr an dem Gasthof ankommt, die Stimmung ist nach wie vor dort ausgelassen. Es wird viel gefeiert, es wird gesungen. Und als ihr den Schankraum betretet, winkt man euch auch gleich, euch doch wieder irgendwo hinzusetzen und weiter mitzufeiern. Also Ansa geht jetzt erstmal in die Kammer, die wir erhalten haben, und zieht sich dort um, hängt die nasse Robe auf und holt eine Ersatzrobe, damit sie schön trocken, ohne Einfluss vom Stein im Schankraum sitzen kann. Ich würde mich, wenn Ansa zurückkommt, auch zu ihr setzen, denn um quasi mich schon darauf vorzubereiten, was mich die nächsten Tage noch erwarten wird, würde ich sie gern etwas nicht Prios, sondern Prias. Prios befragen. Troll, das machst du doch extra. Oga, das machst du doch extra. Denn die Götter fürsten Prios, nicht Prios. Ich habe kein allzu gutes Namensgedächtnis, Orlan. Und ich
dulde nicht, dass darüber gelästert wird. Nun gut, Prios wird euch sicherlich verzeihen, dass ihr seinen Namen falsch sprecht, denn es ist nicht wichtig, dass man den Namen richtig spricht, sondern dass man den Glauben spürt an das Licht und an den einen Gott. Und ich werde euch gerne alles über ihn erzählen, denn er ist der einzige Gott, der rechtmäßige Gott. Wo habt ihr ihn denn kennengelernt, diesen Prios? Nun, er ist immer bei uns. Er ist immer bei uns. Er ist auch immer bei euch. Und es ist jetzt vielleicht keine persönliche Beziehung, die ihr mit ihm habt. Das ist abhängig vom Glauben. In unseren Herzen. Aber es kann sein, dass er vielleicht nie direkt zu euch sprechen wird. Aber vielleicht wird er es auch. Das verwirrt mich. An eurem Nebentisch merkt ihr, wie es gerade ein bisschen lauter wird und ausgelassener wird als Katlin. Das ist die Tochter des Wirtes. Das ist nicht die Tochter, die das Kind bekommen hat. Das habt ihr auch schon vorher mitbekommen. Die andere Tochter heißt Cass. Mit neuem Bier ankommt. Eine der Truppenbäude am Nebentisch, so greifst du zu dem einen der Humpen auf ihrem Tablett, als ihr seht, wie Katlin, oder man hat nicht mitbekommen, wie Katlin ins Stolpern kommt, und das Tablett mit dem Bier eine gefährliche Schräglage einnimmt, inklusive dessen, was so auf dem Tablett drauf stand, und dann plötzlich die Gesetze der Schwerkraft eintreten. Und die Biohumpen in verschiedene Richtungen fliegen. Und sowohl die Leute neben euch am Nebentisch als auch euch teilweise mit dem Nass aus dem Bier begießen. Die Humpen poltern laut zu Boden. Und Katlin rappelt sich auf aus ihrem Stolperschritt, dreht sich Wut im Brand um und faucht einen der Männer am Nebentisch an. Meint, das fällt dir ein, du Lümmel, du hast dein Bein gestellt, bist nicht mehr ganz bei dir, das schöne Bier vergossen auf unsere armen Gäste. Der guckt sie an und rutscht so ein bisschen mit seinem Schemel beiseite und stellt sich vor ihr auf und so, guckt auf sie runter und meint so, du blöder Schnäpfe, ich habe ja gar nichts gemacht, wenn du nicht aufpassen kannst, wo du dein Trampelbein hingehst. Wütend und Entschuldigung. Ja, und er fängt an, sie zu schubsen. Und in wessen Richtung von euch stolpert sie, als sie geschubst wird? Ich möchte sie auffangen. Okay, also, dann landet sie quasi auf deinem Schoß. Wüte wird aufstehen, auf den Mann, der da geschimpft hat, zugehen, ihn ungefähr einen Meter hoch in die Höhe heben. Ja, das könnte sich vielleicht sogar einen Dreiviertelmeter hoch in die Höhe heben und sagen... Wieso hast du das Bier verschüttet? Wieso beschmutzt ihr diese Ehre der Dame? Okay, du gehst auf ihn zu und dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt mal, was in Richtung eines Angriffs geht, eine Initiative-Runde, wie er jetzt handelt. Okay. Und mit der Initiative-Runde gehen wir auch gleich in den Bereich hinein, wie denn ein Kampf funktioniert. Zunächst einmal. Initiative ist, richtet sie nach eurem Gewandtheitswert. Oh. Ja. Ich habe mir das alles schon aufgeschrieben, aber dass ihr das einmal wisst. Also, das erste, wenn es geht, ist der Gewandtheitswert. Wenn es dann Gleichstand gibt, dann wird geguckt, wer den höheren Aufmerksamkeitswert hat. Und sollte dann immer noch ein Gleichstand bestehen, dann wird mit dem W20 gewürfelt und dann hat dann dabei derjenige, der den besseren Wurf hat, ist dann derjenige, der dran ist. Und ich muss mal kurz schauen. Ich habe mir das hier natürlich jetzt gerade nicht markiert. Ich bin auf jeden Fall vor Orland dran. Ja. Ich glaube, ich bin nach allen dran. Ja. Der erste, der in der Reihe ist und handeln kann, ist Beremo. Also ich hätte gerne. Warte mal kurz. Ja. Leg los. Ja. Also wahrscheinlich komme ich zu spät zu der ganzen Geschichte, um jetzt irgendwie zu verhindern, dass
die gute Dame geschubst wird, aber ich würde oder hätte ihn dann doch ganz gerne irgendwie so einen Dolch irgendwo so vor die Nase oder Füße zur Warnung geworfen. Genau, ich wollte ja sagen, ja, wie der Kampf abläuft. Entschuldige, dass ich unterbreche. Das muss ich auch sagen. Während eines Kampfes oder während einer Kampfsituation könnt ihr aber zwei Sachen machen. Ihr habt eine Bewegungsaktion und ihr habt eine Kampfaktion. Bitte? Und eine Kampfaktion, genau. Und eine Kampfaktion. Erfolg genutzt werden. In den Nahkampf gehen als Bewegung, einen Gegner flankieren, einen Feind umgehen, aus dem Nahkampf lösen, eine Sichtlinie etablieren, Waffe ziehen. Genau, und ihr könnt eine Kampfaktion auch in eine Bewegungsaktion umändern. Aber nicht umgekehrt, sodass ihr zwei Bewegungsaktionen macht. Ein Gegner flankieren. Könnt ihr dann, wenn einer eurer Kameraden in einem Nahkampf ist, mit jemand anderem, dann könnt ihr den flankieren, den Gegner. Dann kriegen beide Spieler einen Vorteil im Nahkampf. Und das muss ich ganz kurz mal nachgucken. Genau, wenn ihr im Kampf mit Vorteil angreift, dann kriegt ihr plus 2 auf die entsprechende Eigenschaft, wenn ihr eine Probe ablegt und die Angriffe machen zusätzlich einen W4 Schaden. Aber wie gesagt, um flankieren zu können, muss das einer im Nahkampf sein. Es können bis zu 4 insgesamt können im Nahkampf sein. Das heißt, also beide, die entsprechend dann flankieren, kriegen dann zumindest für diese eine Runde dann den Vorteil. Also was jetzt Sinn für dich macht, ist entweder flankieren oder Waffe ziehen. Ja, wobei das wird jetzt eher eine Schlägerei, da greift man eigentlich nicht mit Waffen an. Das, genau. Also da habt ihr wirklich ganz schnell den ganzen Laden gegen euch. Nur interessenhalber, um die Regeln zu verstehen, Langwaffe, kann ich mir da sowas wie eine Hellebarde oder Lanze oder was weiß ich vorstellen? Sind die als lang dann klassifiziert? Ich habe jetzt bei meinen Waffen habe ich bei Dolch kurz stehen und bei der anderen Waffe nix. Also gehe ich davon aus, dass das keine Langwaffe ist. Davon kannst du dann ausgehen, ja. Mhm, okay. Also Langwaffen, Hellebarde, Kampfstab, eine Pike haben das zum Beispiel. Okay, hab ich mir gedacht. Vielen Dank. Bitteschön. So, genau. Sorry. Also, Sal, du kannst jetzt handeln. Du kannst jetzt also so, das ist eine Bewegungsaktion und das ist eine Kampfaktion, die du jetzt durchführen kannst. Ja, wie gesagt, ich hätte gern, also weiß nicht, wenn hinter ihm irgendwie so ein Balken ist oder sowas, irgendwie quasi so als Warnung, so um ihn aufzuhalten oder wenigstens innehalten zu lassen, irgendwie den Dolch so in den Balken neben ihn geworfen oder zu den Füßen oder auf den Tisch. Also nicht, um ihn irgendwie zu treffen oder zu verletzen, sondern einfach nur um... Willst du wirklich, auch wenn du das machst, ich meine, das wird fehlinterpretiert werden, ne? Ihr habt ganz schnell den ganzen Laden gegen euch. Dann ist das Abenteuer an dieser Stelle vorbei. Dann warte ich. Also, mach lieber irgendwas ohne Waffen. Also, auch wenn es als Druckgebiete ist, das wird nicht funktionieren. Dann warte ich. Verzögern kann er ja auch. Das kannst du machen, ja, das ist kein Problem. Dann sagst du einfach dann, wenn du handeln willst, jetzt handel ich, und dann bist du vor dem Jungen dran, der dann handelt. Dann wäre jetzt der nächste an der Reihe, Wüther. Wer jetzt? Du. Das bist du. Ja, ich. Okay. Also, ich hab Barael oder so verstanden. Nee, Wüther. Ja, das bin ich. Das kann ich zustimmen. Ja, also ich würde dann das machen, was ich gesagt habe. Ich würde aufspringen, auf ihn zulaufen, ihn hochpacken und ihn anschreien: Warum hast du das Bier verschüttet? Okay, du machst, ich mach's mal als Bewegungsaktion. Ich kann aufstehen, auf ihn zugehen, auch weil du groß bist. Das ist eine Bewegungsaktion. Mhm. Um ihn jetzt zu packen, wird das einmal wie normaler Angriff werden. Mhm. Das heißt, du machst jetzt einen Wurfpräzision, und das muss ich wieder gucken, wo ich meine Sachen, hier habe ich sie.
Nee, da habe ich sie. Ist es übertrieben, in einem Berserker-Modus zu verfallen? Ja. Ja, es ist übertrieben. Und zwar ist das Präzision plus 4. Präzision plus 4. Woher kommt das plus 4? Das ist sein. Das ist das, was du bekommst durch seine Verteidigung. Okay. Ah, okay. Also die Gegner haben immer feste Werte. Also das, auch wenn sie was hier Schaden machen und so weiter, da steht dann dabei, das plus minus das und dieses. Passt, also ich habe Präzision 10, plus 4 ist 14, ich habe eine 12 gewürfelt, das heißt, ich treffe. Genau, das heißt, du hast ihn jetzt irgendwie gepackt und hältst ihn hoch und er baumelt da jetzt irgendwie so wahrscheinlich so knapp anderthalb Schritt über den Boden mit den Füßen. Ja. Dann ist jetzt Bartholom an der Reihe. Ja, ich würde das Ganze so ein bisschen verunsichert beobachten und anfangen, schon mal zumindest unter dem Mantel den Stein auszupacken, aber so, dass ihn erstmal noch keiner sieht. Aber dass ich zumindest das Gefühl habe, okay, wenn es hier jetzt irgendwie brenzlig, wahrsten Sinne des Wortes, wird, dann, dass ich dann irgendwie, ja, ich gucke schon mal nach, also wie ist der gekleidet, der Typ, den, der vor das Bein hingestellt hat? Der hat so, so Fuhrwerkskleidung an. Das ist so ein bisschen so grobes Leder. Hm. Also haben die alle, die da am Tisch sind. Das sind so Fuhrwerksleute, so Fuhrwerksknechte. Ja. Okay. Also genau, ich würde beobachten, abwarten und den Stein schon mal so ein bisschen in meiner Hand bereit machen. Würde aber sitzen bleiben. Dann ist jetzt, zu gucken. Ich glaube, die sind vor Orlan an der Reihe. Ja. Dann, ja, kriegt ihr jetzt mit, wenn du hast den einen Kumpel, also Wüter hat den Kumpel von den einen angegriffen. Da kommt jetzt Bewegung in die Leute am Tisch. Und die stehen auf und pöbeln erstmal so. Du Monster! Lass ihn runter! Das zählt dir ein! Und die bedrängen jetzt Wüter ein bisschen. Also merkst du, die haben so ein bisschen zwar irgendwie Respekt so, aber das ist erstmal nur so ein sanftes Schubsen erstmal, um sich irgendwie ein bisschen zu ermutigen, ihren Freund unter den Kameraden runterzulassen, lieber Wüter. Und dann ist Orlan an der Reihe. Ich würde dann gerne, wenn die aufstehen und pöbeln, mal demonstrativ aufstehen und mich neben Wüter stellen und so die Arme verschränken. Okay. Um zu zeigen, dass er nicht allein ist. Dass wir ihm beistehen. Mhm. Ich würde aber jetzt noch nicht in der Runde irgendwas aktiv angreifen oder sowas. Okay. Orlan? Ja, ich möchte auch dann einen Gegner flankieren. Das heißt, meine Bewegung, ich stelle erstmal die Dame neben mir wieder zurück auf die Dielen und stelle mich dann neben den Oger. Und wenn sie tatsächlich aggressiv aussehen, dann würde ich auch schon mal mit meiner Faust ausholen und den ersten zurechtweisen. Immerhin wurde hier eine Ehre beschmutzt und das muss wiederhergestellt werden. Ja, also auch für dich, wenn du jemanden zeigen willst, wie das aussieht, Ehre zu verteidigen, indem du einen aggressiven Akt des Faustschlagens durchführst, was absolut legitim ist, dann ist es wirklich ein Präzision plus 4. Genau, dann habe ich die 15, also 11 plus 4 sind. Ich muss gerade mal schauen.